Ja, herzlich willkommen zu unserer allmonatlichen Veranstaltungsreihe, dem Palaver, dem Attack-Palaver. Das findet immer am Montag, am letzten Montag im Monat statt, zu verschiedenen Themen. Und heute haben wir uns das Thema UN Binding Treaty, das geplante Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten, zur Brust genommen, zu Herzen genommen. Das hat mit mehreren Gründen zu tun. Natürlich erstmal der Hauptgrund ist, dass jetzt seit Januar diesen Jahres die große internationale Kampagne zu diesem internationalen verpflichtenden Vertrag für Wirtschaft und Menschenrechte gestartet ist, mit ATTAC und 700 weltweit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Vielleicht haben wir das mitbekommen am 22.01., als die Herrschaften in Davos über die Wirtschaft und unsere Zukunft konferiert und auch entschieden haben, wurde dann diese Kampagne, zu der ich dann noch im Detail später was sagen werde, begonnen und öffentlich startklar gemacht. Und diese Kampagne oder das Thema UN Binding Treaty, also ein verbindender Vertrag auf völkerrechtlicher UN-Ebene, fügt sich wunderbar in unsere seit vielen Jahren stattfindende Aktions- und Kampagnenarbeit ATTACs zu den sogenannten Freihandelsabkommen oder Handelspakten zusammen, weil es im Grunde genau das Gegengewicht ist zu dem, was die Schiedsgerichte und die Regulationsseite in den Abkommen darstellen, nämlich die weitere Ermächtigung von Unternehmensrechten in diesen Handelsabkommen einerseits und auf der anderen Seite die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die Umwelt, alle möglichen anderen Rechte, auf der anderen Seite in den Ländern des globalen Südens, die in internationalen Organisationen transnational arbeiten, zum Teil unter schlimmsten Bedingungen arbeiten, keine Rechte haben. Und dieser Vertrag soll ein Schritt, ein Versuch dazu sein, diese Rechtsposition auszugleichen, sozusagen, wir Juristen sagen, eine Waffengleichheit herzustellen. Vielleicht zu meinem Hintergrund ein bisschen, weil der ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen zu diesem Vortrag. Ich bin Juristin, ich bin Rechtsanwältin, habe viele Jahre in München im Asylbereich gearbeitet, in der Flüchtlingsarbeit, bin Strafrechtlerin und hatte dann das Glück, als deutsche Juristin ins Ausland zu gehen, wovon ich immer geträumt hatte, weil ich nie geglaubt hatte, dass ich mit meinem deutschen Rechtshintergrund mal im Ausland arbeiten könnte. Und es ist dann tatsächlich auch wahr geworden, dieser Wunsch, und ich ging dann mit dem Evangelischen Entwicklungsdienst, einer der entwicklungshelfenden Organisationen unter dem Ministerium, nach Kambodscha zu einem lokalen Menschenrechtsinstitut nach Phnom Penh und habe dort fast 4 Jahre gelebt, von 2002 bis 2005, Ende 2005, und habe im Anschluss danach noch bis 2014 sehr stark zu Kambodscha auch gearbeitet. Und zwischendurch war ich im Kosovo für die EU und für die OSZE und habe auch dort im Bereich Menschenrechte gearbeitet. Insofern ist das sozusagen mein Leib- und Magen-Thema. Und ich würde das Ihnen jetzt gerne im Rahmen des UN Binding Treaties ein bisschen vorstellen und näher bringen. Wer hat denn davon schon was gehört, dass ich so ein bisschen weiß, wie der Stand? Okay, aber viele noch nicht. Das ist ein Verfahren, ein Prozess, der tatsächlich schon seit 2013, 2014 läuft, seit 4, 5 Jahren, und viele Menschen wissen davon noch gar nicht, und ich freue mich, wenn ich mit Ihnen das jetzt heute ein bisschen beleuchten kann. Also Menschenrechte vor Profit, das ist sozusagen mal so ein Schlagwort, das geplante Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten. Die UN will weltweite Regeln für Konzerne. Was will unsere Bundesregierung? Und was fordert ATTAC? Das sind sozusagen die Stichworte, und als Übersicht würde ich mal so die 6 Punkte, die ich gerne berühren möchte, kurz vorstellen, eine kurze Einleitung. Zweitens, über was reden wir eigentlich, was sind Unternehmen und wie begehen die Menschenrechtsverletzungen. Da nehme ich aber an, dass Sie davon schon sehr viel wissen, das werde ich nur streifen. Dann drittens, bisherige Regelungen zur Unternehmensverantwortung und die jeweils deutsche Umsetzung dazu. Dann viertens, der UN Binding Treaty selber, so ein bisschen auch der Blick in die Historie, die Forderungen der involvierten Staaten in diesem völkerrechtlichen Prozess beleuchten. Dann dazu die Position fünftens der EU und der Bundesregierung und dann sechstens Forderungen von ATTAC und dann der Ausblick, wie es weitergeht. Bitte fühlen Sie sich ganz frei, zwischendurch Fragen zu stellen. Sie können sich das aufheben bis zum Ende der Veranstaltung, aber ich mag es nur ganz gerne, wenn Sie damit
dynamisch, interaktiv. Bitte stellen Sie Fragen, auch nicht nur Verständnisfragen, auch Kommentierungen. Ich freue mich sehr. Dann erstmal ganz kurz zur Einleitung. Das ist eine Quelle aus der Süddeutschen Zeitung vom Juni 2015, ein Gedicht des Foxconn-Mitarbeiters Lu Liji. Ich will es einfach mal vorlesen. Eine Schraube fällt zu Boden. In dieser Nacht der Überstunden fällt schnurgerade mit einem leisen Kling. Keiner wird aufblicken, so wie beim letzten Mal, als in einer Nacht wie dieser ein Mensch zu Boden fiel. Das war das Gedicht, das er geschrieben hat, eine Nacht bevor er sich dann vom, ich weiß nicht wievielten Stockwerk eines Foxconn-Werkstattgebäudes dann in den Tod stürzte. Er war 21 Jahre alt und er war einer von diesen vielen, die an diesen Produktionsbändern zur Herstellung unserer Computer arbeiten. Ganz kurz zur Foxconn, produziert 40% der weltweit verkauften Unterhaltungselektronik, ist im Süden Chinas in Shenzhen in dieser Sonderwirtschaftszone hauptsächlich angesiedelt, kennen Sie vielleicht, beschäftigt 870.000 Menschen, die meisten in China, die meisten Frauen, und stellt für Apples die iPhones und die iPads her, für Amazon den Kindle, für Sony die Playstation, alle die Produkte, die bei uns in den Kinderwarenhäusern, in den Hugendubel, wo auch immer bei uns in den Kaufauslagen liegen und wir einfach zugreifen. Und dieser Mensch eben, also ich habe hier mal einfach so ein bisschen Charlie Chaplin, dieser Mitarbeiter, der sich dann leider das Leben nahm, war halt einer dieses Rädchens in dieser großen Maschine. Über was reden wir? Unternehmen und Menschenrechtsverletzungen. Ich möchte Ihnen so ein bisschen auch eine persönliche Erfahrung aus Kambodscha, einem der sogenannten Least Developed Countries, LDCs, also nach den Statistiken der UN und der UNCTAD ist es ein Least Developed Countries angesichts der Kindersterblichkeit, Bildungsstandard, Mindestlohnproblematik ist es immer nach wie vor ein Land nach vielen, vielen Jahren des Bürgerkriegs, das sich in einer wirtschaftlichen Aufbruchsphase befindet, aber immer noch eigentlich ein Billiglohnland, mehr und mehr der großen Unternehmen ansieht, wie Adidas, Puma, Fruit of the Loom, ganzen Turnschuhe werden von uns hier hergestellt in Kambodscha. Ich habe die Sweatshops und die Produktionshallen selbst gesehen damals und würde gerne aus meiner Erfahrung aus Kambodscha Ihnen direkt berichten, was so klassische unternehmerische Menschenrechtsverletzungen sind. Unternehmen und Menschenrechtsverletzungen, ich will ganz kurz die prominenten Fälle, die uns immer so ein bisschen aufrütteln und aufschütteln, vorstellen. Sie können sich sicherlich noch an 1984 an die Explosion einer Chemiefabrik von Union Carbide erinnern, wo in Bhopal in Indien, man kann es nicht genau beziffern, aber mindestens 3000 Tote, man geht von über 10.000 Toten aus, also mit Nachfolgeschäden dann zu beklagen waren und 500.000 Verletzte durch die Gaswolke. Und in den 80er Jahren begann dann auf UN-Ebene auch die Diskussion, wie können wir diese Menschenrechtsverletzungen begangen durch transnationale Konzerne, wie können wir die zivilrechtlich, wie können wir die strafrechtlich, wie können wir die auch verwaltungsrechtlich durch Erteilung von Bußgeldern, Entzug von Lizenzen, Ausschluss von Wirtschaftsförderung und so weiter, wie können wir die in den Griff bekommen. Und dann ging es in der Neuzeit so ein bisschen weiter, 2012, Sie kennen sicherlich den schrecklichen Vorfall des Feuers in einer Textilfabrik in Karachi, Pakistan, mit über 250 Toten und dann ein Jahr später Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Dhaka, das wird ja heute auch noch berichtet, mit über 1000 Toten, auch hier meistens Frauen. Ganz kurz würde ich Ihnen die vier typischen Fälle von Menschenrechtsverletzungen, die so gängigerweise von Unternehmen verbrochen, unternommen werden, vorgenommen werden, vorstellen. Die sind auch klassisch in jeglicher Fasson in Kambodscha anzutreffen. Das ist einmal die Landnahme, das Landgrabbing, Umwelt- und Gesundheitsschäden durch Rohstoff- und Agroindustrien. Ich gehe dann nachher noch ein Einzelner darauf ein. Dann generell Verantwortungslosigkeit entlang der globalen Lieferkette und Kriminalisierung und Verfolgung sozialer Proteste. Ganz kurz zum Ersten, will ich auch gar nicht, also Landgrabbing ist klar, passiert einerseits durch staatliche Enteignung ohne entsprechende Entschädigung direkt zwischen Staat und Bevölkerung, aber auch
über den Umweg von durch Verträgen zwischen Unternehmen und Bevölkerung. Oftmals ist es so, dass gerade in Bereichen indigener Bevölkerung die Unternehmen direkt auf Provinzgouverneure zugehen und sagen, könntest du uns bitte eine Lizenz für dies und jenes geben, wir wollen eine Rubber Plantation anbauen oder einen Kautschuk oder Ananas in großen Ausmaß, und dann wird der Provinzgouverneur gleich selbst die Lizenz erteilen, ohne natürlich die Bevölkerung berücksichtigt zu haben. Und hier ganz kurz im Privilegier, das haben wir selber erlebt, es ist in Nordkambodscha im Mai 2016, sind Angehörige der Minderheiten, der Khoi, blockieren Bulldozer der chinesischen Zuckerfirma Wui Feng. Also zum Beispiel, die stehen da einfach völlig hilflos vor den Bulldozern dieser Firma. Da gibt es keine Polizei, da gibt es keinen Staatsanwalt, da gibt es keinen Ombudsmann. Es gibt vielleicht hier und da eine kleine NGO, eine Zivilgesellschaft, die sich dann als Sprachrohr dieser Menschen einsetzt. Aber die stehen da relativ hilflos dieser Übermacht der Unternehmen gegenüber. Umwelt- und Gesundheitsschäden durch Rohstoff- und Agroindustrie, Sie kennen das tagtäglich aus der Zeitung. Ich zeige Ihnen einfach mal zwei Beispiele aus Kambodscha. Hier links sehen Sie ein Bild des noch 2016 in wirklich minimalem Ausmaß bestehenden Urwaldes in Mondulkiri. Und das sieht in der Regel so aus, dann, wenn ein Unternehmen sich da niedergelassen hat und eben den Tropenwald rodet, um eben Kautschuk anzupflanzen oder Palmöl anzupflanzen. Das wissen Sie selber, wie die Bilder ständig bei uns in der Zeitung auch uns erschrecken. Und in Kambodscha, eins der großen Naturreservate, was Urwald angeht, es gibt eigentlich keinen Urwald mehr in Kambodscha. Dann gibt es die Verantwortungslosigkeit entlang der globalen Zulieferkette. Ganz kurz mal so ein Schlagwort, schlaglichtartig. In unsicheren Arbeitsverhältnissen arbeiten weltweit ungefähr 1,5 Milliarden Menschen. Also von 7 Milliarden, ich weiß nicht, arbeiten vielleicht 5 Milliarden, wenn man die Kinder, Kranke und Ältere schon auf Menschen abzieht. Es ist ein wirklich hoher Prozentsatz, vielleicht von 5 Milliarden, 1,5 Milliarden in unsicheren Arbeitsverhältnissen. Wir haben tödliche Arbeitsunfälle zu beklagen von ca. 6.400 täglich. Die Quelle ist von der International Labour Organization, also sind Hard Facts, so statistische Zahlen. Das ist sozusagen zweimal 9/11 an einem Tag. Also einfach nur mal so ein bisschen den Aufreger dagegen zu setzen. Wir haben ausreichend sozialen Schutz nur für 27% der Weltbevölkerung. Wir sind ja die Privilegierten im globalen Norden, die sowas genießen dürfen. Kinderarbeit, circa geschätzt 170 Millionen Kinder, Zwangsarbeit, 20 Millionen Menschen, Profit aus Zwangsarbeit, auch alles natürlich nur geschätzt. Wahrscheinlich ist es nur die Spitze des Eisbergs, es wird wahrscheinlich viel mehr sein, 32 Milliarden US-Dollar jährlich. Also es sind wirklich richtig große Geschäfte und Profite, die da gemacht werden. Ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich in den Fällen tätig war, von jungen Kambodschanerinnen von allen Provinzen aus Kambodscha, die über Phnom Penh, über Schleuser und Schlepperbanden dann als Hausmädchen nach Malaysia und Thailand weiter geschickt werden. Zum Teil natürlich auch von ihren Eltern, weil die einfach so arm sind, dass sie nicht alle Kinder ernähren können und froh sind, wenn vielleicht dann ein Mädchen dann ins Ausland, Thailand und Malaysia sind aus Sicht von Kambodscha immer noch so Vorzeigeländer oder schon weiterentwickelte Länder, und sie hoffen dann, dass ihre Kinder da Geld verdienen, aber es ist also gerade Malaysia und Thailand sind wirklich ganz schlimme Verhältnisse für diese Frauen. Das ist Sexarbeit, das ist Zwangsarbeit, verschlossen, abgeschlossen. Also es ist wirklich, und da ist natürlich viel Profit dahinter. Kambodscha nochmal hier, Verschmutzung durch Textil- und Schuhindustrie, das war mehr oder weniger gleich um die Ecke von meiner Wohnung, wo ich gewohnt habe. Und natürlich zugegebenermaßen haben hier Ausländer und Diplomaten und Entwicklungshelferinnen immer in Gegenden der Hauptstädte gewohnt, die doch etwas gepflegter und eleganter waren. Aber nichtsdestotrotz haben wir wirklich 5 Meter von meinem Haus entfernt, gab es halt diese Industrieabwässer in der Stadt, im Stadtkanal, wo eine Frau noch die letzten Plastikreste irgendwie verwertet und dann, ich weiß nicht, was damit macht. Also das ist gleich um die Ecke. Dann, wofür wir dann auch als Juristen bei dem lokalen Menschenrechtsinstitut, Khmer Institute of Democracy, tätig waren, war, die Opfer von der Verfolgung bei der Ausübung sozialer Proteste zu vertreten. Also wir haben Gewerkschaftsführer vertreten, wir haben
Journalisten vertreten, die in der Ausübung ihrer Arbeit, wenn sie kritisch Berichte erstattet haben über solche Fälle, haben wir dann vor Gericht versucht zu vertreten oder von dem Menschenrechtsrat, der in Kambodscha eingerichtet war. Die Justiz hat da 2003/2004 noch nicht so funktioniert. Jetzt steht sie auch nach wie vor auf wackeligen Beinen, also vertreten ist mal in Anführungszeichen zu sehen. 46 Länder der Welt unterbinden schlichtweg das Recht auf Vereinigungsfreiheit, also gewerkschaftlich organisierte Menschen können sich überhaupt nicht organisieren und bestrafen Beschäftigte, wenn sie dann auch ihre Meinung äußern. In knapp 60 der untersuchten Länder unterbinden das Recht auf Kollektivverhandlungen. Knapp 70% verweigern das Streikrecht. Also das ist sozusagen die Situation und es ist natürlich ein für viele Unternehmen ein wunderbarer Boden, um sozusagen in Billiglohnländer zu gehen, ohne Ausbau der Justiz, ohne Gewerkschaften dort billig zu finanzieren und dann teuer bei uns zu verkaufen. Ganz ein Beispiel, das mich nach wie vor bis heute sehr erschüttert, das ist Chibichir. 2004 ist es 500 Meter von unserem Büro entfernt im Herzen Phnom Penhs in der Nähe des Wat Mang Kha bei helllichtem Licht um 12 Uhr an der Straße an einem Zeitungsstand, wo er gerade eine Zeitung kaufen wollte, erschossen. Es war ein sehr charismatischer Gewerkschaftsführer, der 120.000 Arbeiterinnen hinter sich versammeln konnte und tief in Verhandlungen zur Mindestlohnerhöhung stand oder Mindestlohnschaffung stand. Und diese durch die Erschießung dieses wunderbaren, mutigen Menschen war natürlich erstmal die Arbeiterinnenbewegung kopflos und lahmgelegt. Und 5 bis 6 Jahre gedauert, bis die sich von diesem Schlag erholt haben und wieder sozusagen eine höher und sichtbare Gewerkschaft aufbauen konnten. Chut Buti, Direktor der NGO Natural Resource Protection, wurde im Süden Kambodschas im April 2012 ermordet, aufgefunden. Er hat vor allen Dingen durch seine Fotografien versucht, auf Umweltschäden hinzuweisen und publik zu machen und war immer in der Phnom Penh Post und Cambodia Daily und insofern für die Regierung und die affiliierten Unternehmen gefährlich geworden. Man weiß überhaupt nicht, wer die Täter sind. Es gab keine Strafverfahren, keine Rechtsfolgen. Das sind so die klassischen Fälle, die an der Tagesordnung sind und ich glaube, es ist Ihnen allen bekannt. Das hat auch unmittelbar bei uns vor der Tür stattgefunden. Das war 2003. Die Polizei löst friedliche Demonstrationen gegen illegale Landnahme gewaltsam auf. Das sind sozusagen electronic batons, die einfach angewandt werden, eingesetzt werden auf friedlich demonstrierende Frauen und Männer, die gegen diese Landnahme... Das ist nicht verstanden. Elektronische was? So Schlagstöcke, elektronische Schlagstöcke. Strom, oder? Ja, genau, die funktionieren Batterien und dann. Genau. Traurige Beispiele, Menschenrechtsverletzungen, die mittelbar oder unmittelbar von Unternehmen, die in Kambodscha investieren und tätig sind, verursacht worden sind. Wer nutzt all diese Praktiken aus, also an Menschenrechtsverletzungen wie Unterdrückung gewerkschaftlicher Organisation, Einschüchterung, Gewaltandrohung von GewerkschafterInnen, Zusammenarbeit mit Privatarmeen, das haben wir auch in Kambodscha, die nennen sich Buddha Boys. Das ist so eine Zivilmilitia, Kinderarbeit, ausbeuterische Löhne und unzureichende Sicherheits- und Arbeitsstandards sind mindestens 50% der an britischen, französischen und deutschen Börsen notierten Unternehmen beteiligt. Das sind also auch viele unserer deutschen Unternehmen mit involviert. Puma, Adidas, Nike habe ich gesehen. Ich war in den Sweatshops und habe die Stoffe gesehen, die wir dann auch hier wieder bei H&M und die ganzen T-Shirts, die Produkte und die Modelle habe ich dann in Deutschland gesehen, wenn ich zwischendurch mal meine Familie besucht habe hier. Genau. Bisherige Regelungen, wie kriegen wir das jetzt juristisch und rechtlich im Griff, diese Unternehmensverantwortung sicherzustellen? Was ist passiert auf internationaler Ebene und wie sieht die Umsetzung in Deutschland aus? Es gibt 3 große Bereiche, wo international schon was passiert ist, und zwar 2011, nach jahrzehntelangen Verhandlungen, gab es endlich die Verabschiedung der sogenannten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, Guiding Principles for Business and Human Rights 2011. Das wurde als großer Durchbruch gefeiert, kann man auch so sehen, als großen Durchbruch. Es ist das erste juristische, rechtliche Papier, in dem, komme ich nachher drauf, sowas wie eine Annäherung, eine Einhebung dieser unternehmerischen
Menschenrechtsverletzungen versucht wurde. Diese Leitlinien wurden 2016 recht blau, sieht sie immer die deutsche Umsetzung, der Nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte von der Bundesregierung verabschiedet. Die UN-Nachhaltigkeitsziele, die 2030-Agenda kennen Sie sicherlich, im September 2015 in New York verabschiedet. Auch da gibt es eine Umsetzung in die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016. Da gibt es einzelne Ziele, die Wirtschaft und Menschenrechte betreffen. Und da arbeiten wir jetzt sehr viel dazu von der Gemeinwohlökonomie, bei der ich auch aktiv bin, die EU-Richtlinie von 2014 zur CSR. CSR heißt Corporate Social Responsibility und bedeutet die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Da gab es eine Richtlinie der EU 2014 und die wurde 2016 in Deutschland in das sogenannte CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz transformiert in nationales Gesetz. Mit der Folge, dass seit 01.01.2017 Unternehmen jetzt zumindest berichtspflichtig sind, da erzähle ich vielleicht nachher noch was drüber, über ethische Indikatoren. Also sie sind nicht nur berichtspflichtig, am Ende des Jahres eine Finanzbilanz für das Finanzamt zu erstellen, wo sie soll und haben, die monetären Indikatoren ihres Wirtschaftens transparent machen, sondern auch eine Ethikbilanz erstellen müssen, sozusagen eine CSR-Bilanz, in der sie auflisten müssen, wie schädlich ist ihr Handeln in Bezug auf die Umwelt, wie werden Sozialbelange, wie werden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenbelange, wie werden die Menschenrechte generell berücksichtigt. Das gilt aber jetzt nur für deutsche Unternehmen in Deutschland. Aber es geht ja auch vor allen Dingen deswegen, es geht um transnationale, internationale Unternehmen, die transnational wirtschaften. Da komme ich dann noch dazu, über die einhegen. Ich wollte nur fragen, hat es denn Konsequenzen, wenn die dann da so eine Ethikbilanz aufstellen müssen und erfüllen da? Welche Vorgaben gibt es da und wenn die nicht erfüllen, gibt es da Konsequenzen für die Unternehmen? Ja, es gibt Konsequenzen. Es gibt dieses CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz betrifft leider nur ungefähr 550 Unternehmen in Deutschland. Also wir haben ungefähr 3 Millionen Unternehmen in Deutschland. Davon sind ungefähr 11.000 größere Unternehmen. Und dieses Gesetz umfasst jetzt nur ungefähr 550 Unternehmen, weil die einen gewissen Umsatz haben pro Jahr. Sie müssen mehr als 500 Mitarbeiter haben, Mitarbeiterinnen. Sie müssen aktiennotiert sein. Es gibt enge Kriterien, auf die das Gesetz anwendbar ist. Und wenn diese 550 Unternehmen zum Beispiel jetzt keinen Bericht erarbeiten würden, dann würden sie Bußgelder zahlen müssen. Aber die Höhe der Bußgelder, ich glaube, es geht bis 10 Millionen. Also wenn zum Beispiel Siemens jetzt keinen Ethikbericht machen würde, 10 Millionen. Also das machen sie natürlich schon. Klar, das machen sie auch, aber es geht nicht um die Bußgelder, das ist nicht das Thema, das würden die Unternehmen schnell abdrücken. Es geht natürlich dann auch um gewissen Reputationsverlust, aber es geht vor allen Dingen um die Qualität der Berichte und über die sind wir noch sehr unglücklich. Aber immerhin, es tut sich was in die Richtung. Sind die öffentlich? Die sind öffentlich. Die können Sie auf den Webseiten der Unternehmen seit 01.01.2017 anschauen. Ich habe 4 Berichte von Puma, Adidas, BMW und Deutsche Bank. Haben wir intern eine Arbeitsgruppe gegründet und haben uns die mal angeschaut. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Sie brauchen Monate, um zu erkennen, wo wirklich die blinden Flecken sind, weil sie sind generell nur, so wie wir es wahrgenommen haben, schöne Werbeprospekte der Unternehmen. Also da wird dann aufgeführt, welche Flüchtlingsprojekte sie machen, wo sie in der betrieblich schon Umweltprojekte einführen, wie sie CO2 einsparen. Und sie denken, es ist alles wunderbar, aber wenn sie dann wissen, wir haben diesen Skandal, oder wir, also die wirklichen Hard Facts und die wirklichen blinden Flecken sehen Sie in diesen Prospekten noch nicht. Und deswegen geht es auch darum, die Qualität der Berichte zu verbessern. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so mein Thema, weil das gilt jetzt nur national, diese Berichtspflicht. Genau, also ich möchte aber ganz wichtig, das ist für uns wichtig, auf diese UN-Leitprinzipien für Wirtschafts- und Menschenrechte kommen, weil die waren letztlich der erste Durchbruch, Menschenrechtsverletzungen von Unternehmen juristisch in den Griff zu kriegen. Und die möchte ich mir mit Ihnen ein bisschen genauer anschauen. Weil die wichtig sind für die UN-Binding-Treaty-Verhandlungen, weil die UN-Leitprinzipien sind die Grundlage der jetzt in Genf stattfindenden UN-Binding-Treaty-Verhandlungen. Deswegen ist es ganz gut, wenn Sie ein bisschen wissen, was in diesen UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte drinsteht. Wir haben es mit 3 Pfeilern hier zu tun. Es geht um den Schutz der Menschenrechte, es geht um die Achtung der Menschenrechte und es geht um Abhilfe im Falle von Verletzung der Menschenrechte. Erstens, der Staat muss von Menschenrechtsverletzungen von Unternehmen Schutz
Maßnahmen bieten, und zwar tatsächlich, also wenn ein Unternehmen Menschenrechte verletzt, muss da das Ordnungsamt reingehen, muss eine Polizei reingehen, muss sozusagen für die Abschaffung der Menschenrechtsverletzungen tatsächlich sorgen, muss politisch dafür sorgen, muss entsprechende gesetzliche Grundlagen schaffen, dass sowas nicht passiert, Unternehmensrecht, Unternehmensstrafrecht vielleicht einführen und so weiter, und Gewerberecht nochmal vielleicht die eine oder andere Stellschraube nachziehen. Und juristisch, das heißt, es kommt dann auf die Abhilfe, nämlich durch die Einrichtung von entsprechenden Gerichten und auch Rechtsvorschriften im Falle eines Rechtsverfahrens. Das ist natürlich alles, dieses UN-Leitprinzip gilt weltweit für alle 202 Staaten der Erde. Und wir haben sehr viele Failing States oder Konfliktregionen, in denen genau unsere Unternehmen ja produzieren und wo wir genau diese Schutzmaßnahmen leider nicht erwarten können, weil es einfach keine staatlichen Strukturen gibt. Also Kambodscha ist zum Beispiel so nach wie vor so ein Land. Vielleicht heutzutage nicht mehr so, aber vor allen Dingen Anfang der 2000er Jahre. Also eine Gewaltenteilung gibt es da einfach nicht. Es gibt keine funktionierenden Gerichte. Das Parlament ist eigentlich ein Abnicker-Parlament des Premierministers von Sen. Und die Exekutive macht letztlich schon, was sie möchte. Also das war meine Erfahrung und da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Diese Schutzpflicht gilt natürlich nicht nur, dass der Staat vor Menschenrechtsverletzungen begangen durch Unternehmen schützen muss, sondern der Staat trägt ja selber auch eine besondere Verantwortung, wenn er selbst Wirtschaftsakteur ist. Also wenn er zum Beispiel selber Unternehmer ist, als Staatsbetrieb, muss er natürlich auch dafür sorgen, dass wenn er unternehmerisch tätig ist, die Menschenrechte einhält. Ja, das ist auch ein großes Problem bei uns jetzt beim nationalen Aktionsplan. Also Thema Beispiel nur, es geht ein bisschen in die Richtung, trifft es jetzt nicht ganz, aber es gibt einen Skandalfall. Die Bundeswehr hat einen Auftrag von in Milliardenhöhe an ein deutsches Unternehmen zur Herstellung von Bundeswehr. Uniformen gemacht, dieses deutsche Unternehmen produziert in Tunesien. Und in Tunesien, in dieser Fabrik, hat man herausgestellt, dass es da keine Gewerkschaft gibt, dass die Frauen Überstunden leisten, keine Mindestlohne bezahlt werden, wenn sie sich gewerkschaftlich organisieren wollen, sie entlassen werden, zum Teil auch in Haft genommen werden. Das heißt, die Bundeswehr hat da eigentlich eine Verpflichtung, genau zu gucken, wie schaut denn eigentlich auch ihre Lieferkette aus. Wenn Sie zu dem Fall mehr wissen wollen, die christliche Initiative Romero hat da auf der Webseite eine wunderbare Fallbeschreibung gemacht. Das ist eigentlich wirklich skandalös. Also hier tritt der Staat zwar nicht als Unternehmer selber auf, aber als Auftraggeber. Genau. Die Achtung ist dort auch festgeschrieben in den UN-Leitprinzipien, und zwar ist dort festgeschrieben die sogenannte Due Diligence, also die Pflicht der Unternehmen, menschenrechtliche Risiko- und Folgenabschätzungen ihres Tuns zu erstellen, verschriftlichen, das in die gesamte Wertschöpfungskette einzubinden und in alle Managementabläufe von der Logistik, von der Personalabteilung, vom Vertrieb, sich überall genau durchzugucken, wo besteht Potenzial oder Gefahr, dass ich menschenrechtswidrig agiere. Ja, ob das bei der Bestellung von Ledermaterial für Schuhe ist, bei der Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Subunternehmen, auch das muss genau durchgescreent werden inzwischen. Wo könnte da menschenrechtlichen Risiko liegen und was für Folgen könnten da eintreten? Darüber muss auch berichtet werden. Und, das habe ich jetzt vorher schon erwähnt, die Abhilfe ist ganz wichtig. Es muss im Falle von Menschenrechtsverletzungen ein Gerichtsverfahren, es muss eine stabile Justiz, eine funktionierende Justiz da sein, die auch Unternehmensrecht und Wirtschaftsrecht sozusagen verhandeln kann. Oder es müssen zumindest außergerichtliche Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, also nationale Menschenrechtsinstitutionen, wo sich Betroffene auch hinwenden können. Oder und, am besten und, nichtstaatliche und innerbetriebliche Beschwerdemechanismen geschaffen werden. Da finde ich ein ganz schönes Beispiel, der Sportartikelhersteller VD aus dem Schwäbischen produziert natürlich auch in China und in Vietnam. Und die sind da sehr aktiv und versuchen so weit wie möglich diesen ganzen Prinzipien entsprechend zu wirtschaften und haben Beschwerdestellen in den Unternehmen Telefonhotlines eingerichtet. Und in Kambodscha ist es so, dass die Telefonhotlines in den Sweatshops, wenn eine Frau hingeht, die landet dann beim Arbeitgeberverband. Und in China und Vietnam ist es so, dass am Ende dieser Hotline eine allparteiliche NGO sitzt, die das genau untersucht, vielleicht auch ein bisschen skandalisiert in die Presse gibt
Und also sozusagen eine neutrale, außenstehende dritte Partei diese Beschwerde dann entgegennimmt. Also das ist immerhin schon, das wäre sozusagen eine funktionierende Beschwerdestelle oder Beschwerdemechanismus. Problem, was für ein Problem haben wir, weil wenn, es steht ja schon alles wunderbar drin, warum haben wir denn dann noch die ganzen Menschenrechtsverletzungen? Und auch da wieder, leider ist dieser völkerrechtliche, oder diese Vereinbarung ist kein völkerrechtlich bindender Vertrag. Er bietet kein standardisiertes Berichtsmodell, also die Unternehmen können ihre Due Diligence, Menschenrechtspflicht einfach mal so aus dem Handgelenk, sich eigentlich eigene Excel-Tabellen erstellen, wie sie da berichten. Es gibt kein standardisiertes Berichtsmodell, wo man dann Schritt für Schritt reinschreiben muss, wo bin ich in der Lieferkette mit meinen Menschenrechten, wie gehe ich mit meinen Arbeitnehmerinnen um. Es ist also nicht klar, wer da was berichtet. Es gibt, wie gesagt, keinen Mechanismus gegen unwillige Staaten oder unwillige Unternehmen und ganz schlimm natürlich keinen effektiven Rechtsweg oder ein effektives Gerichtssystem, vielleicht auf internationaler Ebene, bei Verstößen. Also es bleibt alles im Bereich der Freiwilligkeit. Und jetzt kommt der UN Binding Treaty. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen in Richtung Verbindlichkeit. Das wäre sozusagen der Wunsch und auch das Kampagnenziel von ATTAC und von vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ein Blick in die Geschichte, was jetzt bisher geschah im Bereich UN Binding Treaty. Im September 2013 haben sich 85 Staaten zusammengetan und fordern vom UN-Menschenrechtsrat, einen Verhandlungsprozess zu beginnen zur Ausarbeitung eines verbindlichen Abkommens zur Regulierung transnationaler Konzerne, Treaty or Transnational Cooperation and Other Business, abgekürzt UN Binding Treaty. Interessant zu wissen, dass unter diesen 85 Staaten insbesondere Ecuador ein sehr antreibendes Land war. Und Sie fragen sich jetzt vielleicht, wieso jetzt Ecuador, aber viele, die hier im Raum sitzen und sich bei ATTAC engagieren, wissen, dass 2012, hier habe ich ein kleines Sternchen in der Fußnote gemacht, Ecuador 1,7 Milliarden US-Dollar an den Ölkonzern Occidental Petroleum zahlen musste als Schadensersatz, weil die Regierung Ecuadors eine Ölkonzession aus Umweltschutzgründen, die sie einst erteilt hat, wieder zurückgenommen hat, aufgrund von Protesten aus der Bevölkerung. Und der US-amerikanische Konzern hat dann Schadensersatz geltend gemacht vor ICSID, vor diesem Schiedsgericht in Washington, erfolgreich und hat 1,7 Milliarden US-Dollar an Schadensersatz zugesprochen bekommen. Das sind 20% des Staatshaushaltes von Ecuador. Kleines Land, kleine Staatssektor. Und diese ähnliche Fälle gibt es aus Südafrika, weil auch hier Südafrika genannt ist. Also insbesondere Südafrika und Ecuador haben also diesen Prozess vor dem UN-Menschenrechtsrat federführend angestoßen, aus leidlicher eigener Erfahrung. Und Sie wissen, wir sind jetzt auch wir haben jetzt auch den Vattenfall, die Klage in Washington anhängen um 5 Milliarden Euro, die jetzt dabei Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Also wir sind insofern auch schon ein Opfer dieser unternehmerischen Klagefreudigkeit. Aber Sie werden später sehen, Deutschland ist nicht der treibende Faktor leider im UN Binding Treaty Verfahren. 2014 kam es dann zu einer UN-Resolution in der UN-Generalversammlung, in diesem Menschenrechtsrat, die eben ganz zur Errichtung und zur Einleitung dieses UN-Binding-Treaty-Verfahrens. Es gab 20 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen, also wirklich denkbar knapp ging diese Abstimmung aus. Und 8 Mitgliedstaaten, Montenegro und Mazedonien sowie USA, Japan, Südkorea, Australien stimmen dagegen, ausdrücklich, sind also unter diesen Nein-Stimmen darunter. Montenegro und Mazedonien werden sich fragen, wieso, warum. Die beiden Staaten sind Aspiranten auf eine NATO-Mitgliedschaft, das muss man auch immer alles mitbedenken, dass die sich dann natürlich eher ins Gepäck der EU-Mitgliedstaaten stellen und dagegen stimmen, ist vielleicht auch erklärbar. Also muss man mal genau die Dynamik im Hintergrund ein bisschen im Kopf behalten. Warum lehnen die das ab? Da komme ich später auch noch dazu. Sie sagen, wir brauchen das nicht verbindlich, weil wir haben ja die freiwilligen UN-Leitprinzipien. Und wenn wir die jetzt sozusagen erschüttern und überholen durch eine verbindliche Regelung, dann können wir die UN-Leitprinzipien, für die wir jahrzehntelang gekämpft haben, eigentlich in die Tonne treten. Ich hätte da nichts dagegen, aber das ist deren Argument. Wo stand Deutschland, wenn ich da weiß nicht, ob die gerade in dem Menschenrechtsrat, der wechselt ja immer. Ach so. Der Menschenrechtsrat, hier doch, Germany no. No. Klar, Germany no.
Seit auch, also dieser UN Binding Treaty ist also, dieser Verfahrensprozess ist jetzt in Gang gesetzt worden und es finden regelmäßige Verhandlungsrunden einer sogenannten zwischenstaatlichen offenen Arbeitsgruppe in Genf unter dem Vorsitz Ecuadors jetzt statt, seit Oktober 2019. Hier sehen Sie mal so ein Bild. Das ist der Sitzungssaal in Genf des UN-Menschenrechtsrats. Hier ein Bild der Verhandlungsrunde im Oktober letzten Jahres. Hat jetzt 4 eben gegeben. Und diese Arbeitsgruppe besteht aus 85 UN-Mitgliedstaaten, die sich da angeschlossen haben, aktiv und mitarbeiten. Hoppala. Dann Staaten mit Beobachterstatus, darunter die BRD und die gesamte EU, WirtschaftsvertreterInnen, RechtsexpertInnen und ca. 200 NGOs. Ich kann Ihnen also mal empfehlen, hier, ich habe eine Woche lang im Oktober regelmäßig 10 Stunden vor diesem UN, upsala, hier unten sehen Sie, das ist so ein UN, die Quelle ist UN-TV, wenn Sie auf www.untv.org gehen, können Sie im Livestream die Verhandlungsrunden mitverfolgen. Das ist extrem spannend. Sie müssen sich halt nur eine Woche Urlaub nehmen, weil es von Montag bis Freitag stattfindet. Und hier sehen Sie den Vertreter der Europäischen Union, es war, glaube ich, in dem Fall ein belgischer Delegationsleiter, der also da vom Blatt die ablehnende Stellungnahme zu dem ganzen Verfahren abliest. Und ich fand das, ich will Ihnen das zeigen, weil mich das so begeistert hat, hier oben. Also Sie müssen sich vorstellen, die Staatenvertreter und die EU-Vertreter sitzen dicht auf dicht, die Wirtschaftsvertreter mit den Rechtsvertretern und darüber eben dann gleich die Vertreter von den NGOs aus allen Ländern der Welt. Und diese Dame, junge Frau von irgendeiner NGO, schreibt da fleißig mit und hat auf der Rückseite ihres Computers, den sie aufgeklappt hatte, ein Aufkleber mit Civil Disobedience. Und die UN-Kamera hat also 4 Minuten draufgehalten, weil er halt sprach. Und irgendwann kam ein Saaldealer und hat die Frau also aufgefordert, bitte doch den Computer zuzuklappen wegen dieses Schildes. Und sie wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Also ich finde es einfach spannend. Civil Disobedience sitzt also mitten im Saal. Das heißt, und heißt ziviler Widerstand oder Ungehorsam. Hier ziviler Ungehorsam und beobachtet von oben sozusagen den EU-Vertreter. Also Sie müssen sich jetzt nicht vorstellen, das ist alles geheim und die Regierungsvertreter verhandeln da und lehnen ab, sondern die NGO-Leute sitzen schon dicht drauf und schauen drauf, was die da verhandeln. Also es ist nicht so, dass unsere Stimme nicht gehört werden würde. Heißt diese NGO so? Oder nein. Es war Protest einfach. Ja, manche Leute haben einfach irgendwas hinten draufstehen als Slogan für ihr politisches Tun. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass der Vertreter der Europäischen Union, der belgische oder was auch immer, quasi für die Europäische Union komplett eine Absage erteilt. Ja. Vorher jetzt da standen 8 Staaten. Das heißt, die anderen 21 waren nur bei der Abstimmung. Die EU hat letzten Endes mehr oder weniger einstimmig abgelehnt. Komme ich auch noch dazu. Nicht ganz einstimmig, und das ist die Chance für unsere Kampagne, weil zum Beispiel Schweden und Frankreich ein bisschen ausscheren. Italien doch auch. Oh, Italien? Ja, viel besser. Kann sein, dass die inzwischen auch vernünftiger geworden sind. Aber Schweden, Frankreich weiß es ganz bestimmt und Deutschland sich aber nach wie vor nicht nur bedeckt hält, sondern den ganzen Prozess torpediert. Aber es gibt sozusagen eine Spaltung innerhalb der EU, was für unsere Kampagnenarbeit oder auch Beobachterarbeit oder Lobbyarbeit von Vorteil ist, weil wir sozusagen innerhalb der EU schon Staaten haben, die vielleicht nicht unbedingt Gleichgesinnte sind, aber schon mal begriffen haben, dass wir in dem Bereich sogar auch, also jetzt auch rechtlich tätig werden müssen. Und zwar Frankreich deswegen, weil Frankreich schon vorletztes Jahr im Jahr 2017 ein sogenanntes Sorgfaltspflichtengesetz erlassen hat und die UN-Leitprinzipien in verbindliches Recht umsetzt. Das gilt für französische Großunternehmen ab 5.000 Beschäftigten. Das sind ungefähr 120 Unternehmen in Frankreich, wie Danone, Renault, Michelin. Das sind wirklich die großen transnationalen Konzerne, die eine menschenrechtliche Risikoanalyse machen müssen, regelmäßig überprüfen müssen, ihre Zulieferer darüber berichten müssen, ein Beschwerdesystem verpflichten, das ist wirklich alles verpflichtend, das wird auch kontrolliert von den französischen Behörden, einrichten müssen und bei Nichtbeachtung Bußgelder zahlen müssen. Gleiches gilt zum Beispiel für einen Teilbereich von Menschenrechtsverletzungen, nämlich von Sklavenarbeit. Es gibt diesen Modern Slavery Act von 2015, immerhin. Eine Berichtspflicht großer Unternehmen über Risiken moderner Formen der Sklaverei jetzt,
speziell, es geht jetzt nicht um Umweltverschmutzung und Zwangsarbeit, also Sklaverei, klar, aber über Einschränkung von Gewerkschaftsrechten, sondern spezifisch eine Art von Menschenrechtsverletzung hier ausgegriffen, die sozusagen berichtspflichtig, es müssen Schritte zur Vermeidung moderner Formen von Sklaverei dargelegt werden und es gilt der Comply or Explain Ansatz, es reicht Offenlegung, keinerlei Maßnahmen ergriffen zu haben, also Sie müssen nicht unbedingt Maßnahmen ergriffen haben, aber Sie müssen berichten, dass Sie alles durchgescannt haben, ob sowas vorliegen könnte. Und das führt zu Folgendem. Das ist interessant, wenn es ein bisschen juristisch, 2010, bevor der Modern Slavery Act erlassen wurde, wurden Klagen von Nestle, Archer und Cargill wegen Kinderzwangsarbeit auf Kakaoplantagen abgewiesen, weil sie nichts gewusst haben. Sie haben gesagt, in den Lieferketten da unten irgendwo in Ghana, Togo, wo Kakao angeht, das ist zu weit weg, wir haben halt einfach nichts gewusst und damit ist es uns nicht zurechenbar und damit sind wir nicht schadensersatzpflichtig. Jetzt nach dem Erlass dieses Gesetzes werden solche ähnliche Klagen zugelassen, weil die beklagten Unternehmen eben Darlegungs- und Berichtspflichten haben durch dieses Gesetz und hätten wissen müssen, dass Kinderzwangsarbeit stattfindet und damit wahrscheinlich möglich ist, dass sie Profitinteressen von menschlichem Wohlergehen gestellt haben. Also dass sozusagen Menschenrechte nachrangig vor ihrem wirtschaftlichen Interesse waren und danach sind sie dann schadensersatzpflichtig gemacht worden. Das ist also ganz, ist jetzt tatsächlich schon passiert. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück wieder in die Geschichte zum Verfahren zum UN Binding Prozess. Wir sind jetzt im Jahr 2017, zwei Jahre später. Es gab dann vorgeschlagen durch den ecuadorianischen Vorsitz einen Draft-Element-Vorschlag, einen ersten Textentwurf. Und zwar, der wurde dann überarbeitet, ein Jahr lang wurde der durchgekämmt, dann wurde natürlich ordentlich auch Lobbyarbeit im Hintergrund betrieben und es gab dann einen Zero-Draft, einen revidierten zweiten Textentwurf, der leider, da komme ich dann noch im Einzelnen zu, die Draft-Elements ziemlich verwässert hat. Aber immerhin, wir haben eine Verhandlungsgrundlage in Genf. In den Draft-Elements in den jetzigen, oder 2017, pardon, war festgeschrieben, dass Menschenrechtspflichten immer vorrangig sind vor allen Pflichten aus diesem sogenannten Freihandelsabkommen. Das heißt, wenn es da widersprüchliche Bestimmungen gibt, dann ist immer die Bestimmung aus dem UN Binding Treaty vorrangig. Das ist also eine zentrale Forderung, die leider jetzt, und da geht es um die Machtfrage, 2018 weggefallen ist. Komme ich nachher noch dazu. Verbindliche Sorgfaltspflichten für Unternehmen bei all ihrem Geschäft und Haftung für mitverursachte Schäden in Artikel 9 und 10. Erfasst sind eben auch die Tochterunternehmen und mitkontrollierte Unternehmen. Es gibt Zugang zu Gerichten. Nicht nur jetzt in Indien zum Beispiel, im Falle von Bhopal oder Pakistan, sondern eben auch in den Heimatstaaten der Unternehmen. Im Fall von KIK war das jetzt neulich in Düsseldorf. KIK hat seinen Gerichtsstand im Landgerichtsbezirk Düsseldorf. Deswegen wurde dann auch in Deutschland, also sozusagen im Heimatstaat von KIK, ein Gerichtsverfahren zulässig. Und das ist ganz wichtig, es sollen Sammel- und Gruppenklagen statt zulässig sein. Das ist ganz wichtig, um Kosten zu reduzieren. Es kann nicht jeden, Sie wissen es, beim Dieselverfahren haben wir es ja, im Dieselprozess und im Dieselskandal haben wir ja jetzt endlich auch die Möglichkeit von Sammelklagen. Es hat lange nur gedauert, dass wir in Deutschland das jetzt durchgesetzt haben. Dann gibt es einen Zugang zu Informationen, das ist ganz wichtig, gerade im Fall von KIK zum Beispiel war das ein Fall, die Opfer wissen natürlich nicht, warum hat jetzt vielleicht die Brandschutzvorschriften nicht eingehalten oder nichts getan. Das sind zum Teil Geschäftsgeheimnisse, da kann ein Opfer nicht genau in den Geschäftsunterlagen nachprüfen, wer hat da was im Unternehmen nicht getan. Also es gibt also hier Zugang, einen gesetzlich geregelten, gesicherten Zugang zu Informationen aus dem Unternehmen und es gibt eine Beweislastumkehr. Also ich als Geschädigte muss nicht beweisen, dieser Schaden, den ich erlitten habe, der ist verursacht durch deine innerbetriebliche Fahrlässigkeit, sondern umgekehrt. Das Unternehmen muss beweisen, es hat alles Mögliche getan, um dies zu verhindern. Das ist eine ganz wichtige rechtliche Vorschrift. Ganz wichtig auch, gerade bei den transnationalen Konzernen, die in den Lieferketten über hunderte von Kilometern und manchmal auch über mehrere Länder hinweg agieren, müssen Staaten jetzt auch international rechtlich zusammenarbeiten. Also Botschaften müssen Unterlagen austauschen können von Unternehmen, damit Zugang gewährt zu den Informationen. Es muss eine Wahlmöglichkeit des anwendbaren Rechts da sein, welches Recht
nehmen wir pakistanisches oder deutsches. Das soll nicht einfach durch vorgeschrieben sein, sondern es soll die Parteien also auswählen können. Dann soll es realistische Verjährungsfristen geben, da komme ich nachher noch dazu. Was heißt realistisch? Also zumindest nicht die üblichen 3 Jahresfristen, zum Beispiel bei Schadensersatz ist es 3 Jahre. Wie will eine bangladeschische Textilarbeiterin, die ihren Sohn verloren hat, in 3 Jahren alle möglichen Unterlagen zusammensuchen, Gelder auch für den Anwalt und für die Gerichtskosten finden, um dann noch rechtzeitig einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen? Das ist unrealistisch. Und es war die Forderung in dem Draft von 2017, dass geprüft wird, ob ein internationaler Gerichtshof für Menschenrechte zu transnationalen Unternehmen eingeführt wird. Eine der zweiten großen Hauptforderungen, also Vorrang Menschenrechte vor Freihandelsabkommen und Einrichtung eines Menschenrechtsgerichtshofs, war ursprünglich in dem 2017er Draft drinnen. Erste fällt weg, leider, Vorrang von Menschenrechtsrichtungen entfällt, nachdem das ein Jahr lang durchbehandelt worden ist und nochmal durchgekämpft und wieder überarbeitet ist. Dann verbindliche Sorgfaltspflichten gibt es also nur noch bei transnationalen Geschäften. Das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die nicht transnational agieren, sondern vor Ort nur agieren. Da werden dann Betroffene bei rein inländischen Sachverhalten schlechter gestellt. Aber diese Frage finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Was wirklich rausgefallen ist und worüber wir traurig sind, dass es nicht mehr eine Prüfung geben soll, ob ein internationaler Gerichtshof eingerichtet werden soll oder nicht. Das fällt also weg. Positionen der EU und der Bundesregierung. Die Befürworter dieses ganzen Prozesses sind die G77, einschließlich China und Indien, wobei sich China da relativ passiv verhält, aber eher befürworten. Das Europäische Parlament, ich habe die ganzen 11 Resolutionen bis zum letzten Oktober 2018 des Europäischen Parlaments in Straßburg da, die sich alle dafür, das Parlament unisono immer wieder im halbjährlichen oder vierteljährlichen Abstand, die begrüßt die laufenden Beziehungen, die EU soll sich konstruktiv an den Verfahren beteiligen, hält es für bedauerlich, dass die EU-Staaten sich da immer noch nicht aktiv eingebracht haben. Also ich kann mir das können Sie hier einsehen, das Europäische Parlament ist sozusagen hier auf unserer Seite. Und Frankreich und Schweden, Frankreich mit dem Sorgfaltspflichtengesetz sowieso schon ein Vorreiter, Schweden auch. Gegner ausdrücklich USA, Australien, Kanada und Japan. Und zögerlich ist die EU, die sagt, naja, wir haben ja die freiwilligen UN-Leitprinzipien und wir haben in Deutschland den nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte. Da wollen wir erstmal gucken, wie der jetzt umgesetzt wird. Kommen wir vielleicht nachher noch dazu, bis 2019 sollen da Unternehmen jetzt befragt werden, wie sie denn die freiwilligen Menschenrechtsverpflichtungen umsetzen. Und die Bundesregierung sagt, wenn 50% der befragten Unternehmen keine befriedigende Antwort geben, würden sie gesetzgeberisch tätig werden. Clou der Sache ist, es ist Ernst & Young. Diese Gesellschaft wird das Verfahren mitprüfen, also wird diese Fragen stellen, wird es auswerten, ob Unternehmen tatsächlich jetzt den nationalen Aktionsplan für Menschenrechte umsetzen oder nicht. Und ich bin da nicht sehr zuversichtlich, dass es ein Gesetz geben wird. Bitte. Ist zögerlich nicht ein etwas zu freundlicher Ausdruck, so als ob die EU noch nicht wüsste, wie sie sich verhalten soll. Und müsste statt zögerlich nicht eher dastehen, bewusste Verzögerung. Ja, ich stimme hinzu. Ich war zu vorsichtig und zu diplomatisch. Es ist tatsächlich nicht nur zögerlich und es ist eigentlich nicht nur eine bewusste Verzögerung, sondern eigentlich müsste man sie hier in die Gegnerschaft schon reintun, weil die EU, insbesondere die BRD, gerade vor einem Jahr hinter den Kulissen dafür sorgen wollte, dass die finanzielle Ausstattung dieser Treffen, es kostet ja immer viel Geld, sich mit so einem großen Rahmen und Beteiligten in Genf zu treffen, dass über den Finanzausschuss der UN die Gelder für dieses Treffen und für diese fortfolgenden Verfahren in Genf gestrichen werden. Also es war einfach sozusagen das materielle Aushungern und Austrocknen dieses Prozesses. Das war aber nur eine Maßnahme, insofern stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Es ist eher eine fast offene Gegnerschaft. Was kritisiert die EU jetzt und die Bundesregierung im Einzelnen? Also sie haben erstmal Kritik am Mandat selber, inhaltlich, materiellrechtlich sozusagen und prozessual am Verfahren. Sie sagen, also dieses Mandat dieser UN-Resolution
würde nur 3 Verhandlungsrunden erlauben. Also wie die auf 3 kommen, weiß ich nicht. Also ich habe das jetzt mehrfach durchgelesen. Es gibt hier einen Open Letter vom 10., also vom Oktober letzten Jahres von, ich glaube, fast 200 internationalen Völkerrechtlern, die sagen, also wie die EU oder die Bundesregierung dazu kommt, dass diese Resolution nur 3 Verhandlungsrunden erlaube, ist überhaupt nicht nachzuvollziehen. Da steht einfach zur Erarbeitung eines UN-Binding-Vertrages. Das kann 10 Jahre dauern, das kann in 2 Verhandlungsrunden erledigt sein, aber das Ziel ist eigentlich die Erarbeitung eines Binding-Vertrages und nicht nur in 5 Runden. Dann sagt die EU, sie will einen unabhängigen Vorsitz. Der ecuadorianische Vorsitzende sei nicht unabhängig. Sie wollen eigentlich rotierend oder sie wollen als EU da den Vorsitz haben. Das ist auch ziemlich ungewöhnlich, weil in dem Menschenrechtsrat haben bei solchen Arbeitsgruppen immer irgendwelche Staaten einen Vorsitz. Und in dem Fall ist es natürlich Ecuador, weil die das angetrieben haben von Anfang an. Also das ist jetzt überhaupt nicht rechtswidrig oder verstößlich gegen die UN-Vorschriften. Dann wird vorgetragen, die Wirtschaft, also ein der Mitglied des Bundestages von der SPD, Thomas Fitschler, hat in einem Schreiben vom November letzten Jahres mitgeteilt, ja, die Bundesregierung sei deswegen so dagegen, weil die Wirtschaft nicht ausreichend beteiligt sei. Also wenn Sie die Protokolle sich anschauen oder auch das UN-TV-Web beobachten, sehen Sie, dass die Ränge sind voll mit Wirtschaftsvertretern und Vertreterinnen. Mir ist es ein Rätsel, warum die nicht ausreichend beteiligt sein sollen. Genau, dann sagt die Bundesregierung auch, die Initiatoren des UN-Binding-Treaties, also diese 85 Staaten, Ecuador und viele andere, die hätten die UN-Leitprinzipien, diese Freiwilligen, gar nicht selber in nationales Recht umgesetzt, so wie wir Deutschen. Wir haben ja den nationalen Aktionsplan. Die haben ja noch nicht mal diesen nationalen Aktionsplan gemacht. Wieso wollen sie jetzt gleich verpflichtend in so ein UN-Binding-Treaty? Die sollen doch erstmal ihre Hausaufgaben machen. Ja, gut. Also die Erfahrung Ecuadors von den Schiedsgerichten macht, glaube ich, deutlich, dass sie über die Freiwilligkeit von Unternehmen nicht gerade glücklich sind, sondern dass sie eben verbindliche Vorschriften haben wollen. Da macht es keinen Sinn vor, noch die UN-Leitprinzipien in nationales Recht umzusetzen. Dann gibt es die inhaltliche Kritik. Man würde von den UN-Leitprinzipien, die man in langer, langer Arbeit endlich erreicht hat, davon ablenken. Dann ist das Argument von unserer Seite, ja, aber die UN-Leitprinzipien, die wollen wir gerade stärken, indem wir sie sozusagen verbindlich erklären. Sie sollen sozusagen aufblühen durch diesen Vertrag. Wir wollen nicht ablenken, sondern wir wollen ihn zum vollen Wirken bringen. Dann sei das nur auf transnationale Konzerne beschränkt. Das ist tatsächlich richtig. Aber die wirklich schlimmen Menschenrechtsverletzungen finden in den transnationalen Lieferketten statt. Wenn wir die erstmal einhegen könnten, wäre schon viel gewonnen. Und natürlich wird Unternehmenshaftung, ob nun zivilrechtlich oder strafrechtlich, generell mal kritisch gesehen. Also das wollen wir eigentlich nicht, dass das ganze Unternehmen haftet. Da kann meinetwegen ein Geschäftsführer haften, wenn man eben nachweisen kann, kausal, dass er sozusagen für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist, aber bitte keine Unternehmenshaftung als Körperschaft oder als GmbH oder wie auch immer. Genau. Es gibt aber eine Kritik, eine sehr prominente Kritik an Deutschland, nämlich aus dem UN-Ausschuss für Wirtschaft und soziale und kulturelle Menschenrechte. Sie wissen, es gibt diese Zivilpakte und auch die zwei Menschenrechtspakte von 1966, wonach Staaten auch jedes Jahr Berichte über die Einhaltung der Menschenrechte in ihrem eigenen Land vorlegen müssen, sogenannte Staatenberichte. Die werden dann in den Gremien vorgelegt und werden kommentiert von NGOs, von Behörden und von Beteiligten des Unternehmens. Und dann wird sozusagen eine Antwort gegeben vom UN-Menschenrechtsrat und hier vom Ausschuss für wirtschaftlich-soziale und kulturelle Rechte. Und der sagt ausdrücklich in einem Schreiben vom Oktober 2018 eine Stellungnahme zum Staatenbericht der BRD, die freiwillige Natur der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht in eurem deutschen nationalen Aktionsplan, den ihr da mit geschwollener Brust im Dezember 2016 erlassen habt, ist völlig unzureichend. Ein deutsches Gesetz ist nötig, das menschenrechtliche Sorgfaltspflichten von Unternehmen inklusive Klage möglichst festschreibt. Und die BRD berücksichtige generell Menschenrechte in der Agrar-, Handels-, Investitions-, Klima- und Finanzpolitik nur mangelhaft, steht da ausdrücklich drin. Also sozusagen von internationaler Seite haben wir alle Unterstützung der Welt, aber genau, und deswegen haben wir natürlich hier auch unseren Forderungskatalog erstmal an die Bundesregierung selber.
Das ist ganz wichtig, deswegen auch die Verknüpfung der Arbeit von ATTAC zu den sogenannten Freihandelsabkommen mit der Verknüpfung jetzt zum UN Binding Treaty, dass die Menschenrechte des UN Binding Treaties oder generell immer Vorrang haben müssen vor allen Verpflichtungen und Rechten in den Handels- und Investitionsabkommen. Also es ist immer ein rechtlicher Vorrang. Dann soll sich bitte Deutschland und die EU für einen starken UN-Vertrag für menschenrechtliche Pflichten einsetzen in diesem Genfer Verfahren. Und Deutschland soll bitte ein Gesetz beschließen, dass Konzerne im In- und Ausland auf bedingungslose Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet zur Wiederhandlung unter Strafe stellen. Also ein deutsches Sorgfaltspflichtengesetz. Sie haben vielleicht im Ohr, es gab letzte Woche eine Meldung von Gerd Müller, seines Zeichens CSU und Minister des Entwicklungsministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der gesagt hat, und auch irgendwie darunter leidet, dass die deutschen Unternehmen wohl wirklich nicht in die Gänge kommen, den Vorschriften des Nationalen Aktionsplans Rechnung zu tragen, und hat jetzt ein sogenanntes deutsches, also lief ein Wertschöpfungskettengesetz oder Lieferkettengesetz, also ein deutsches Sorgfaltspflichtengesetz, so wie die Franzosen das jetzt schon durchgesetzt haben, angekündigt, und hat an uns, an die Zivilgesellschaft appelliert, dass er da wahrscheinlich harte Brocken zu schlucken hat und dass er auch viel Gegenwind innerhalb der Wirtschaftsverbände und so weiter und auch innerhalb der Regierung stoßen wird und dass er doch bitte die Unterstützung der Zivilgesellschaft bräuchte. Also man wird sehen. Es wird deswegen im Herbst eine zweite Kampagne von ATTAC und deutschen und europäischen zivilgesellschaftlichen Organisationen geben, dieses deutsche Sorgfaltspflichtengesetz endlich dann auch auf Schiene zu bringen und die ins parlamentarische Gesetzgebungsverfahren. Gleichzeitig, wie gesagt, seit dem Davoser Gipfel jetzt im Januar gab es den Start einer internationalen Kampagne Rights for People, Rules for Corporations, Stop ISDS. Das ist die charmante Verknüpfung eben der Gegenstand gegen TTIP, CETA und Konsorten und die dort verfassten Schiedsgerichte einerseits und andererseits mit der proaktiven Forderung, ein Menschenrechtsgerichtshof oder eben einen verbindlichen UN Binding Treaty zu verabschieden. Keine Investitionsgerichte, sondern verbindliche Gesetze für Konzernverantwortung ist die Hauptforderung. Und inzwischen läuft ja schon, das haben Sie vielleicht mitbekommen, eine europaweite Petition. Immerhin, es wird wieder so eine Form einer SEBI, einer selbstorganisierten europäischen Bürgerinitiative sein, die bis Januar 2020 dauern wird. Und wir haben in einem Monat 520.000 Unterschriften gesammelt. Also das ist doch schon mal, lässt sich sehen. Und mein Appell an Sie wäre jetzt auch, wo es uns wirklich noch mangelt, ist osteuropäische oder südosteuropäische Stimmen für diese Petition zu bekommen. Das soll 11% oder irgendwas, um wirklich als Bürgerinitiative anerkannt zu werden. Ich glaube, 11% haben Frankreich, Deutschland, Österreich schon längst geschafft. Aber wir brauchen einfach Polen, Ungarn, auch Italien. Wenn Sie also sozusagen in die Urlaubsländer dorthin fahren, nach Kroatien oder wo auch immer im Sommer, sprechen Sie die Leute an, machen Sie aufmerksam auf diese Aktion. Diskutieren Sie mit den Menschen darüber, dass wir von dort auch noch ein bisschen Rückenwind bekommen. Das wäre ganz schön. Die 6 Hauptforderungen dieser Kampagne im Einzelnen: Staaten schaffen Sorgfaltspflichtengesetze, also nicht nur Frankreich, Schweden und vielleicht die UK für die Sklavenarbeit, sondern alle Länder sollen Sorgfaltspflichtengesetze erlassen, damit Unternehmen endlich Menschenrechte auch bei Auslandsgeschäften und Tochterunternehmen in den Lieferketten achten, dass es Klagemöglichkeiten gibt von den Betroffenen im Schadensfall, eben auch im Herkunftsland des Unternehmens. Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit gewährleistet ist von Staaten bei transnationalen Fällen von Menschenrechtsverletzungen. Hier diese Kernforderung, ganz wichtig, Menschenrechte Vorrang haben vor Handels- und Investitionsschutzabkommen. Dass ein unabhängiger Expertinnenausschuss auch die Durchführung dieses UN-Binding-Vertrages dann bewacht, dass es ein eigenes Sekretariat gibt in Genf, wo auch Beschwerdemechanismus bei Nichteinhaltung eingerichtet ist, das jetzt auch schon drin, aber das kann womöglich wieder rausfallen. Und last but not least wäre natürlich die Schaffung eines internationalen Gerichtshofs für Menschenrechte, so wie wir einen Strafgerichtshof haben für Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Den Haag. Das war damals bei den Rom-Verfahren in den 90er Jahren auch diskutiert worden, ob nicht die Unternehmen auch darunter fallen sollen. Man hat es dann rausgeworfen. Klar. Und jetzt taucht diese Forderung wieder auf und es wäre jetzt eigentlich wirklich eine wunderbare Verknüpfung unserer Aktionen gegen TTIP und für UN Binding Treaty, das sozusagen als komplementäres Paket zu lobbyieren und Kampagnen dazu zu machen.
Ich will Ihnen nur ganz kurz vorstellen, was würde denn sein, wenn wir so ein UN Binding Treaty, so ein deutsches Sorgfaltspflichtengesetz tatsächlich hätten? Sie haben vom KIK gehört, KIK hat jetzt das Landgericht Düsseldorf. Also was, das wäre jetzt der Praxistest. Gäbe es ein UN Binding Treaty, was wäre mit dem KIK-Verfahren passiert? Sie haben vielleicht mitbekommen, dass das Landgericht Düsseldorf wegen Verjährung dieses Verfahren dann eingestellt hat und die 5 Kläger aus Pakistan oder Bangladesch wieder unverrichteter Dinge nach Hause fahren mussten. Also erstmal würde KIK unter die Zuständigkeit fallen, also dieser Brand wäre Teil dieser, also diese Verantwortung von KIK für den Brand würde sozusagen die Zuständigkeit eines solchen Verfahrens eröffnen, weil es eine transnationale Lieferbeziehung gibt. Vor Ort hat er das Unternehmen zu 70% nur für KIK auch produziert. KIK wäre verpflichtet gewesen, Menschenrechtsrisiken entlang der Lieferkette zu prüfen und vorzubeugen. Verjährungsfristen hätten faktischen Schwierigkeiten rechtzeitiger Klageeinreichung Rechnung getragen. Also man müsste die Verjährungsfristen so verlängern, dass die Menschen sich versammeln können, Sammelklagen einreichen können, Anwälte finden, Gerichtskosten sammeln können und so weiter. Genau, Sammelklage wäre möglich gewesen und Familienangehörigen hätten selbst als Betroffene klagen können, nicht nur als Nebenkläger, also die Verstorbenen, also die Familienangehörigen der Verstorbenen haben jetzt in dem KIK-Verfahren nur als sozusagen nebenbei beigeladene klagen können. Die Verletzten, die sozusagen Brandschäden hatten, konnten als direkte Kläger auftreten, aber hier wäre dann Familienangehörige hätten selbst als Betroffene ein Klagerecht. Und dann hätten wir wieder die Beweislastumkehr. Es würde also eine wesentliche, zu einer Waffengleichheit vor Gericht auch führen zwischen Unternehmen und den betroffenen Opfern. Einen Ausblick wage ich nochmal über ein Binding Treaty in Bezug auf Handelspolitik und internationale Handelspolitik. Wenn es uns wirklich gelänge, den UN Treaty durchzusetzen, dann würde dieser globale Wirtschaftsordnung die Menschenrechte verpflichtend zugrunde legen und den Unternehmensrechten eben auch Pflichten entgegensetzen, endlich. Und die Abschaffung der Schiedsgerichte wäre gewährleistet und wir hätten dann tatsächlich endlich einen Beginn eines Paradigmenwechsels in der Handelspolitik, weg von Wachstum und Wettbewerb hin zu mehr Kooperation und Gemeinwohl. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.